Wo bin ich denn jetzt? Einfach mal speichern und schauen wir uns mal die Weltkarte an. Wir sind in Sunkeep. Vorher waren wir doch Negate. Wo waren wir denn vorher? Skaven? Waren wir doch in Rihad? Nein, Tanith. Wo waren wir denn vorher? Wulknell Town. Dort waren wir vorhin. Also, ja, es bringt uns zufällig, sucht ich wahrscheinlich eins von den Teilen aus und bringt uns dorthin. Und Wulknell Town, man sieht schon, war sehr klein im Vergleich zu so einem Gebäude. Und in so einem Gebäude sind wir jetzt. Sunkeep. Das heißt, wir sind in einem etwas größeren Dorf. Sonne geht auch fast unter. Fragen wir mal, wo der nächste Schmied ist. Moment mal, die haben ja alle Kleider an. Cool. So. Wo ist Nearest Star? Was? Okay, da meinte der so nah, du sollst es einfach, wenn du einfach nachschaust. Ist es vielleicht der hier? Nee. Der hier? Nee. Der hier? Tatsache! Die bekannte Musik. So, ich schaue jetzt mal. Was wir alles verkaufen können. Ich würde gerne verkaufen. Alles bis auf mein Zwergenschwert und die Kampfaxt. Wir heben uns eine Ersatzwaffe auf. Die Kampfaxt ist neu, unser Zwergenschwert ist auch neu, aber es kann ja kaputt gehen. So. Verkaufen. Den Stab. 3 Gold kriegen wir dafür. Den Dolch. 1 Gold. Nochmal ein Dolch für 1 Gold. Das Breitschwert ist sogar 7 Gold wert. Der Säbel 8 Gold. Das Wakizashi ist 6 Gold wert. So viel Gold sind die gar nicht wert. Maze Mark Crystal Ring. Okay. Den Rest hebe ich noch auf. Was hättest du denn zu kaufen? 912 Gold haben wir leider nur. Rüstung. Kettenrüstung wäre schon wichtig. Kaufen wir uns mal die Stiefel. So, und dann kaufen wir uns die Handschuhe. Dann Schulterplatte links. Als nächstes dann die Schulterplatte rechts. Und was ist das? Ach, Beinplatten. Wobei Platten ist nicht so richtig, weil es sind ja es ist ja eine Kettenrüstung, aber jetzt den Kettenhelm. So. Dann 712 Gold haben wir nur noch. Den Brustpanzer, den wollten wir natürlich auch noch. So, jetzt schauen wir mal, was hätte er denn noch an Waffen? Ja. Halt mal, ein Bogen. Ein Bogen ist wichtig. Den kaufen wir uns. Und ein Claymore. Können wir uns auch mal kaufen. So. Mal sehen, wie stark das Claymore ist. So.
Zack, zack. Alles anziehen. Und schon gibt es überall nur noch plus 1 Schaden. So, wie schaut es mit dem Claim aus? 2 bis 18, 20 sind 10 Schaden. Da ist die Kampfaxt schlechter. Unser Bogen hat 2 bis 12, aber es ist ein Bogen wenigstens. 4 bis 18. Okay, wir verkaufen die Kampfaxt. Wie viel wiegt das? 14, 12, wiegt ein bisschen mehr, naja. Ja, wir verkaufen die Kampfaxt. Wie viel bekommen wir denn dafür? 14 Gold, immerhin etwas. So. Ich will nicht nochmal einkaufen müssen, also speichere ich. Ich kann nicht in einem Gebäude speichern. Aber jetzt. So, da war ein kleiner Lag gerade. So, wo ist ein Tempel? Brauchen wir nicht. Wir haben keine Krankheiten. Feng Leer auch erst später in. Nein, danke. Obwohl. Doch, wo ist denn das nächste? Südosten, danke. Westen, Osten. Das hier? Nein. Hier. So. Wo ist er denn? Schankwirt. Ich hätte gerne einen Raum. Für einen Tag. So. Und würde jetzt gerne, sag mal, 14 Stunden schlafen. So, denn jetzt müsste draußen wieder Tag sein. Hoffe ich zumindest. Hallo? Diese Richtung vielleicht? Hier. Ja, sieht gut nach Tag aus. Sonne gerade aufgegangen. Was denn jetzt? Ach, es hat nur geleckt kurz. So, Stellpalast, Magiergilde, Equipment Store, Tempel. Fragen wir mal nach der Magiergilde. Okay. Sie hat uns die genaue Position auf der Karte eingeschrieben, irgendwie so. Cool. Das wusste ich jetzt nicht. Magiergilde ist. Hey, das ist ein Stern, cool. Gerade nach Osten und dann nach Süden. Osten. Und dann Süden. Das hier? Nein. Das da? Ist das die Magiergilde? Ja! So, wir werden jetzt dann gleich pleite sein. Und zwar sehr pleite. Erstmal Magie detekten. Fangen wir mal von oben an. Nein, 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 nein. Broken Claymore Mace. Oh, den Mace muss ich verkaufen. Das war ja kein. Ah. Das war ja der Streitkolben. Langbogen. Okay, dann dieses Mark hier. 180 Gold, okay. So, nochmal. Mark of Wizard Lock. Keine Ahnung, was es ist. 105 Gold. So, was ist das? Mark of Shocking. Was sagt der Kristall? 236 Gold. Der Kristall ist Crystal of Shocking. Ja, toll. Der Ring. 907. Ah, ich habe nicht genug Gold. Vielleicht das hier? 93 Gold.
Das darf jetzt noch gereicht. Ein Zwergenbracelet. Das Amulett für 37 Gold. Ich habe keine 37 Gold mehr. Okay. 2! Magisches Item kann ich mir nichts kaufen. Kann ich mir vielleicht irgendeinen Trank kaufen? Nein. Okay. So. Mark of Wizard Lock. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wir heben es uns einfach mal auf. Den Mark of Shocking werde ich verkaufen. Der Ring 42, naja, wahrscheinlich ist er deshalb so teuer. Der Mace gehört noch verkauft und den Mark of Shocking werde ich verkaufen. So. Gehen wir zurück. Hier war ja irgendwo. Irgendwo hier war es, ja, oder? Irgendwo hier müsste, glaube ich, ein Waffengeschäft gewesen sein. Oder vielleicht auch. Oh, da! Verkaufen! So, den Mace einmal. Der ist 7 Gold wert. Und den Mark of Shocking. 260 Gold, immerhin etwas. So, ich glaube, das war's, oder? Sehen wir mal kurz nach. Ja, nur Disclaimer und den Langbogen tragen wir nicht. Und Disclaimer ist unsere Ersatzwaffe. Den Langbogen haben wir als Fernkampfwaffe. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück zum Magier. Wir können uns jetzt nämlich noch ein paar das eine, ich glaube das Amulett war es, können wir jetzt noch schnell, leckt's wieder kurz, können wir jetzt, wo war der die Magiergilde? Toll, jetzt ist es nicht mehr drauf, aber sie war, glaube ich, im Norden von hier, bei dem Stern irgendwo in der Nähe. Bin schon nach Norden gegangen, oder? Ja. Verdammt, wir fragen jemanden. So, wo ist die Magiergilde? Nordwesten. Danke. Osten, Westen. So, da wäre ein Tempel, den brauchen wir aber nicht. Da! Riesige Magiergilde. Von außen und von innen so klein. Zumindest sieht sie klein aus. So. Du kannst mir jetzt mein Amulett noch detekten. Und dann kaufe ich. Warte jetzt mal kurz, Leute. So, da bin ich wieder. Hoffe genauso laut wie vorher. Was wollte ich? Ach genau. Ich wollte mir Potions kaufen. Was gibt's denn alles? Potion of Purification. Keine Ahnung, was das ist. Potion of Unsichtbarkeit. Das wäre cool. Cure Potion. Was? Cure Potion? Potion of Cure Poison. Gift.
Reaction, Resist Poison, Evitation auf Heal True. Cure DC. Oh, das hier bräuchten wir. Stamina, Strength brauche ich nicht. Ich kaufe mir davon, kaufe mir. Restore Power. Einen Cure Disease. Und den Rest kaufe ich mir jetzt Heiltränke. Zwei Stück, oder? Zwei Stück, ja. So. Ich kann ja hier drin gar nicht speichern. Aber hier kann ich jetzt speichern. Und der ist weg wieder. So, jetzt fragen wir nach Feng Lehr. Wer sagt uns denn, dass es wieder in Rihard ist? So. Curious from Hammerfell. Here, not yesterday, speaking of the same thing. Perhaps you should travel there to find out the truth. Wir sind in Hammerfell. Hier. Da geblieben. Ach toll, wer bist du? Das interessiert mich nicht. Wo ist Feng Lehr? Die sagen das gleiche. Gibt es eine Stadt namens Hammerfell? Suchen wir mal. Hammerfell. Nein. Hammerfell halt. Ups, ups. Sollte ich in der Stadt vielleicht wegstecken? Was sagst du? So, Feng Lehr. Oder Moment mal, vielleicht. Wir machen es anders. Wir gehen raus und wir gehen erstmal in den Dungeon rein. Nordwesten. Danke. Bis ein Dungeon machen wir jetzt vorher. So, halt! Willst du mich verarschen? Natürlich will sie das. Das gibt's nicht. Bleib hier! So. Aber wo ist denn der nächste Dungeon? Nearest Dungeon. Nordosten. Danke. Nordosten. Schauen wir mal, wann da das nächste Gebäude kommt. Auf jeden Fall. Ui, was ist denn das da? Cool. So, weiter nach Nordosten. Okay, sag bloß, ich muss da hinten hin. Ui, was ist das? Ist das ein Dungeon? Ich komme hier gar nicht rein, oder? Hier, was ist das? Ein Inn? Ja, klasse. Hallo, ich brauche... Ich glaube, ich habe mich verlaufen. So, ist das vielleicht ein Dungeon? Komme ich da irgendwie rein? Nein. Fürchten sich vor mir, heißt's. Wo ist der nächste Dungeon? Hier? Würde zumindest einigermaßen danach aussehen. Ja!